Knapp 21 Monate saß Uli Hoeneß in Haft. Eine Zeit, die für den ehemaligen Bayern-Boss ganz sicher prägend war. Und für Oliver Kahn, der 14 Jahre mit Hoeneß zusammengearbeitet hat, ist klar, dass das Spuren hinterlassen hat und ihn als Menschen verändert. Das muss man als Mensch irgendwo erstmal wegstecken und verkraften. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich schon verändert hat, dass er viele Dinge mittlerweile auch anders betrachtet und dass er nicht mehr ganz derjenige ist, den wir vielleicht vor dieser Steuergeschichte gekannt haben. Hoeneß gehörte vor seiner Verurteilung zu den wichtigsten Personen im deutschen Sport. Seine Verdienste sind unbestritten. Der Aufstieg des FC Bayern zu einem der größten Clubs weltweit trägt seine Handschrift. Schon während seiner Haftzeit hat er in der Bayern-Jugendabteilung gearbeitet. Oliver Kahn rechnet jetzt sogar mit seiner Rückkehr ins Profigeschäft. Wenn man ihn kennt, dann weiß man auch, dass er jetzt nicht besonders erpicht darauf ist, so irgendwo aus dem Fußballgeschäft sich zurückzuziehen oder abzutreten, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er nochmal für den FC Bayern arbeiten wird, dass er nochmal da richtig angreifen wird. Fußball, das ist und bleibt eben die große Leidenschaft von Uli Hoeneß. Und für Oliver Kahn wäre ein Comeback des ehemaligen Machers nur von Vorteil für den FC Bayern. Ich glaube, dass das weiterhin noch für alle Beteiligten ein Vorteil sein kann, wenn er immer wieder seine Erfahrungen einbringt und wenn er immer wieder eben auch als diese große Identifikationsfigur dieses Vereins dann auch wieder auftreten kann. Aber ob Uli Hoeneß wirklich wieder der starke Mann des FC Bayern wird, das ist heute noch nicht absehbar. Aber Oliver Kahn würde es nicht überraschen.